Geschichte wiederholt sich bekanntlich nicht, aber sie reimt sich, wie Mark Twain einst gesagt hat. Und jetzt erleben wir sozusagen die nächste Reimung der Geschichte. Wir hatten diesen ganzen Hype um GameStop und die Meme-Aktien. Und jetzt haben wir plötzlich einen neuen Hype, nämlich Cannabis-Aktien. Es sind das, was auf Wall Street Bets, auf Reddit jetzt der nächste heiße Scheiß ist, auf Deutsch gesagt. Und es ist ein ganz ähnliches Muster. Warum ist es ein ähnliches Muster wie bei GameStop? Weil auch hier die Aktienentwicklung der jeweiligen Aktien miserabel war. Die sind richtig runtergekommen, die standen vor der Pleite. Deswegen sind Hedgefonds wieder draufgesprungen, haben gesagt, da gehen wir doch mal short. Das heißt, wir haben auch hier eine relativ hohe Shortquote bei diesen Cannabis-Aktien. Und jetzt hat sich etwas bisschen an der fundamentalen Situation getan. Durch den Wahlsieg von Joe Biden gibt es den Trend, dass hier immer mehr US-Bundesstaaten Marihuana etc. zu medizinischen Zwecken im Mindesten legalisieren. Und das gibt jenen Firmen ein bisschen Aufschwung, die eben davon besonders profitieren würden. Und diese Firmen sind fast alle kanadische Firmen, die dann eben auf diesen großen amerikanischen Markt kommen könnten, um dann wirklich gute Geschäfte zu machen und diesen freien Fall, den man teilweise hatte, durchaus umzudrehen. Und das haben eben ein paar findige, schlaue Jungs wieder bei Wall Street Bets gecheckt. Da gibt es ja ein paar Leute, die durchaus sehr, sehr schlau sind, die wissen, wo sind die Schwachstellen auch von Hedgefonds, was ändert sich an der fundamentalen Situation. Auch bei GameStop war es ja so, die Hoffnung, okay, die werden jetzt doch aktiv in Sachen online, nachdem die ja ihre stationären Läden letztendlich unprofitabel nur führen konnten. Jetzt versuchen sie, sich zu digitalisieren, und das war der Gamechanger, der fundamentale Gamechanger, damit diese Geschichte, damit dieser Hype irgendwie glaubhaft wurde. Und so ist es jetzt bei diesen Cannabis-Aktien eben auch, mit dem Wahlsieg von Joe Biden, mit der Tendenz zur Legalisierung hat sich die Lage ein bisschen geändert, aber nicht eigentlich so richtig grundlegend wie auch bei GameStop nicht, aber sei es drum, es ist eben der nächste Hype. Und so sehen wir schon die deutschen Headlines hier, bis zu 60% im Plus, Reddit-Gemeinde schwankt auf Cannabis-Aktien um, dann folgen hier Namen wie Tilray, Afria, Kronos, wie sie alle heißen. Wie gesagt, die sitzen fast alle in Kanada und versuchen dann in den USA ihr Geschäft zu betreiben. Hier ein Artikel meines Freundes Robert Zach, Robert von investing.com. Cannabis-Euphorie lässt Sundial Growers Aktie abheben. Nachbörslich sind dann auch noch einige Aktien dieser Cannabis-Produzentin nach oben geschossen. Also es ist der nächste Hype. Man sieht jetzt dann schon diese Memes, diese Rockets to the Moon. Jetzt sind es eben sozusagen die High-Flyer-Aktien im wahrsten Sinne des Wortes. Zero Hedge hat hier mal einen Potstocks-Basket erstellt, also wo diese Aktien drin sind. Und wir sehen, hier geht es massiv nach oben für diese Potstocks. Die haben sich ja in kürzester Zeit vervielfachte, teilweise gestern Tilray im Vordergrund als eines der Unternehmen, das grottig performt hat 2019 und überstreckend 2020. Hier mal ein Artikel aus dem Jahr 2020, Anfang 2020, also gut ein Jahr jetzt her, 10.01.2020. Cannabis-Aktien bis zu 80% Verlust. Und jetzt, damals große Depression, da hieß es zum Beispiel, ja, das ist halt jetzt eine Geschichte, die ziemlich eingebrochen ist. Wir sehen bei diesen maßgeblichen ETFs, dieser ETF-MG, Alternative Harvest, der ist 2020 4,3% gefallen, aber dann davor 38,6%, ein anderer Horizons Marihuana Life Science sogar 45% gefallen innerhalb eines Jahres, eben weil unter Trump diese ganze Geschichte wenig zukunftsträchtig schien, der US-Markt irgendwie zuschien. Das hatte offenkundig keine Zukunft, so musste man damals denken, aber jetzt sehen wir folgende Entwicklung. Ich hatte diese Grafik schon gestern mal gezeigt, diese ETFMG Alternative Harvest ETF hat sich jetzt mehr als verdreifacht inzwischen seit Anfang November, also seit kurz vor der Wahl. Und wie gesagt, Donald Trump hatte eine harte Linie verfolgt. Hier nichts mit der Legalisierung, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, es ist in den USA so und gewesen und nach wie vor so, dass man, wenn man ein paar Gramm Marihuana hatte, in manchen Bundesstaaten etwa 30 Gramm reichen schon, damit man 10, 20 Jahre mal in den Knast wandert. Das kannst du haben. Dementsprechend
war da wenig Chance auf Legalisierung. Jetzt setzt sich ausgerechnet Ivanka Trump, die herzallerliebste, humorvollste Tochter der Welt, setzt sich jetzt eben für jene ein, die aufgrund von Drogenvergehen sehr, sehr lange Haftstrafen bekommen haben. Da ist sie mit Kim Kardashian und anderen B und C und Alpha-Promis auf einer Stufe. Sie versucht jetzt sozusagen mit diesem Thema, gerade auch was hier lange Haftstrafen für Drogen betrifft, wieder so ein bisschen in die Politik zu kommen, nachdem sie ja so etwas diskreditiert war in manchen Kreisen aufgrund des Verhaltens ihres Vaters. Jedenfalls sehen wir, dass auch hier jetzt ein Umdenken stattfindet, eben diese Kriminalisierung und die Legalisierung eine neue Fahrt gewinnt, wenn selbst jetzt Ivanka Trump als Tochter von Donald in diese Richtung geht. Und damit kommen wir zu dem gestrigen Markeflüster, vielleicht im Anschluss daran, Elon Musk, der hier bei der Show von Joe Rogan damals ja vor laufender Kamera gekifft hat. Man merkte dann im weiteren Verlauf des Gesprächs nach der Inhalierung dieses Cannabis, dass das Gespräch durchaus etwas assoziativer wurde, möchte ich mal formulieren. Also ein durchaus sehr typisches Verhalten. I mean, it's legal, right? Ich denke, es ist legal, nicht wahr? So haben sie sich dann gegenseitig ein bisschen Spaß gemacht, Rogan und Elon Musk. Und das war damals 2018, soweit ich das erinnere, kurz nachdem Elon Musk angekündigt hatte, die Aktie von Tesla möglicherweise von der Börse zu nehmen, was dann aber nicht passierte. Das hat richtig Stress gegeben mit der SEC. Dann kam dieses Live-Kiffen vor laufender Kamera. Das hat dann die Aktie von Tesla deutlich unter Druck gebracht. Er wurde von vielen praktisch als No-Go-Investment dann bezeichnet. Ich kann mich erinnern an CNBC-Kommentare. Also das geht gar nicht hier, Drogen vor laufender Kamera. Das ist absolutes No-Go, wir fassen das nicht mehr an. Naja, die Kursentwicklung hat dann anderes gesprochen. Gestern kam aber die Aktie von Tesla unter Druck, nachdem offenkundig hier versucht wird, ein bisschen, so zumindest die Theorie, ob sie stimmt, weiß man nicht, ein bisschen Elon Musk zu schaden, nachdem er ja vorher vielen, vielen auf die Füße getreten ist, die viel Geld mit Tesla Shorts und anderen Investments aufgrund von Elon Musk verloren hatten. Also hier Elon Musk ziemlich dicht, wie man sieht, und da kommt jetzt der Untertitel dieses Videos ins Spiel, dichte Beschreibung, denn das ist so ein bisschen auch das, was ich versuche zu machen. Da gibt es drei Kategorien, das ist eine Formulierung übrigens von Clifford Geertz, ein Gott der US-Anthropologie, der versucht hat, Kulturen zu beschreiben und dafür eine Methodik, eine Systematik entwickelt hat. Erstmal beschreiben, dann verstehen, dann deuten, beschreiben, wiedergeben, erfassen, einfangen, erst einmal eine Einzelfallstudie machen, lebendiges Bild einer Situation, einer Organisation zeichnen, dann das Thema verstehen, interpretieren, um was geht es da eigentlich, warum machen die das, wie kann man das verstehen und dann eben deuten, reflektieren, was bedeutet das eigentlich, was sagt der Fall über große Themen wie Solidarität, Macht und Gesellschaft aus. Und genauso versuche ich so ein bisschen ja auch diese Videos und überhaupt auch die Seite finanzmarktwelt.de aufzuziehen. Was hat das alles mit uns zu tun, was da an den Finanzmärkten passiert, was bedeutet das für mein eigenes Leben persönlich und das für das Leben des Lesers, des Zusehers der Videos? Das ist die Frage, die eigentlich im Vordergrund steht, indem ich versuche, ein großes Bild zu zeichnen und dann teilweise an Details, an Einzelheiten eben immer wieder auf das große Bild zu schließen, beschreiben, verstehen, deuten, dichte Beschreibung. Clifford Geertz, ein absoluter Standard in fast allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Aber kommen wir jetzt zu Laffette, kommen wir zu Jerome Bolle, der gestern wieder sich gemeldet hat und eine Rede gehalten hat, virtuell natürlich, als er gesagt hat, ja, guck dir mal, die Arbeitslosigkeit, die ist in den USA ja eigentlich eher bei 10%, und alle gesagt, was, wird der jetzt praktisch der These widersprechen, dass wir nur 6% Arbeitslosigkeit haben? Jeder weiß, dass die Arbeitslosigkeit faktisch höher ist in den USA, das weiß auch Jerome Powell. Dafür gibt es verschiedene Kategorien, U3 ist die offizielle Arbeitslosigkeit, aber die wirkliche Arbeitslosigkeit ist eher die Kategorie U6, da fällt auch Underemployment drunter, also Leute, die weniger arbeiten, als sie eigentlich wollen, weil sie eben Vollzeit hier nicht beschäftigt werden können etc. Und da liegt diese U6 Arbeitslosigkeit in den USA deutlich über 11%, also sehr realistisch. Aber insgesamt hat man sich gesagt, okay, was der Jerome hier sagt, das ist doch ziemlich dovish. Und dann hat er gesagt, we are still very far from a strong labor market.
whose benefits are broadly shared. Wir sind also noch weit entfernt von einem starken Arbeitsmarkt, der wirklich breiten Teilen der Bevölkerung auch nützt. All das war ziemlich dovish, all das hat die Märkte dann ein bisschen beruhigt nach diesen Turbulenzen um Tesla. Und hat gesagt, also wir werden jetzt nicht mal dran denken, die Geldpolitik zu ändern, weil letztendlich die Pandemie noch da ist und so viel Unsicherheit entsteht. Und dann interessanterweise auch die Frage, wie schaut es denn aus mit Inflation? Wir haben jetzt drei Dekaden von niedriger und stabiler Inflation gesehen, so sagte Jerome Powell. Und wenn die Wirtschaft wieder öffnet, dann kann es durchaus sein, dass da ein bisschen Nachholkäufe passieren, aber das wird sich dann wieder normalisieren. Also machen wir uns da nicht so viel Sorgen um die Inflation. Das wird das große entscheidende Thema sein, wenn die Inflation ansteht, wenn sie kommt. Ob sie dann einfangbar ist durch die Notenbanken, ja oder nein. Wir haben kurz vielleicht noch ein kurzes Intermezzo hier, ein Telefonat gehabt zwischen Xi Jinping und Joe Biden. Und hier hat Joe Biden dann etwas Merkwürdiges getwittert, wie ich finde. Also ich habe hier mit Xi gesprochen, da ist ja jetzt Neujahrsfest in China, die Märkte bis zum 18. Februar, glaube ich, geschlossen, in Festlandschina, Japan jetzt auch zu, also das Volumen in Asien sehr, sehr dünn. Jedenfalls habe mit ihm gesprochen, habe auch hier einige Bedenken angemeldet, Human Rights, Economic Practices, also Wettbewerbsverzerrungen durch China und ich, Taiwan, und ich habe ihm gesagt, wir werden mit China zusammenarbeiten, wenn es den Amerikanern hilft, den amerikanischen Menschen. Okay, was soll man dazu sagen? Also wir arbeiten mit euch zusammen, wenn es uns hilft, weiß nicht. Jedenfalls die Global Times, chinesisches Medium, staatlich gelenkt, wenn man so will, sagt, ja super, das ist doch gut, dass die jetzt miteinander sprechen, ein gutes Zeichen. Also die Chinesen sehen es ein bisschen positiver als die Amerikaner. Da ist von Taiwan etc. nicht die Rede. Aber wir hatten gestern auch Aussagen von Notenbankern in Sachen Kryptowährungen. Janet Yellen hat sich jetzt eingemischt ein bisschen, hat gesagt, ja, da ist viel Missbrauch von Cryptocurrencies. Ein growing problem, das ist ein wachsendes Problem. Und diese Kryptowährungen sind eingesetzt worden für Money Laundering, also für Geldwäsche, für kriminelle Aktivitäten, Finance, um Terrorismus zu finanzieren. Genau das dürfte jetzt so dieser steigende Tenor werden der Politik, der Notenbanker, die sagen, ja, diese Kryptowährungen, guckst du, die werden doch hier für Verbrechen genutzt, für Terrorismus genutzt, müssen wir leider ein bisschen einschränken. Gestern hatte ja schon die Bank of Canada wie auch EZB-Chef Volkswirt Laney gesagt, dass es mit diesen Cryptocurrencies ja doch eigentlich nicht so toll bestellt sei. Also man hört jetzt plötzlich diese Bedenken, nachdem Elon Musk und Tesla bekannt gegeben hat, Bitcoin gekauft zu haben, hört man jetzt plötzlich immer mehr Stimmen der Notenbanken, die sagen, Manie, das ist Spekulation, das ist eine Terrorfinanzierung etc. etc. Das wird wahrscheinlich wie bei Bargeld dann der Einfallspunkt sein, wo man sich dann rechtfertigen kann und sagen kann, ja, wir müssen das leider jetzt ein bisschen einschränken, es dient ja für terroristische Zwecke. Ein anderer Punkt, und da nochmal zurück zu dem Thema Inflation. Wird es diese Inflation geben? Das hängt vor allem auch von den Rohstoffpreisen ab. Und JP Morgan, jetzt nochmal einen euphorischen Kommentar zu Rohstoffpreisen, sagt hier, der neue Superzyklus beginnt. Und man hatte hier ein paar Argumente. Zunächst mal das Argument, was jetzt offenkundig in den USA der Fall ist. Hier der Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris und Pete Buttigieg, nach meiner Auffassung mit die kommende politische Figur in den USA, Verkehrsminister jetzt, die haben konferiert über Infrastrukturprogramm. Das wäre genau das, was in den USA durchaus nötig ist aufgrund der miserablen Infrastruktur. Aber das würde eben dann natürlich die Rohstoffpreise nach oben bringen, wenn die Amerikaner in der Lage wären, wirklich ein größeres Infrastrukturprogramm aufzulegen. Donald Trump hat das ja nicht geschafft, offenkundig. Und hier nochmal von JP Morgan die Punkte. Warum die Rohstoffe so toll laufen würden, End of Pandemic, Reopening of Economies, also Pandemie endet, dadurch mehr Wachstum, Ende des Handelskriegs,
Das ist der Punkt, den wir gerade praktisch besprochen haben. Ultra-loose monetary policies across the world, also die ultralaxe Geldpolitik der Welt. Inflation, weakening US-Dollar, schwache US-Dollar, fiscal measure infrastructures, also praktisch die fiskalischen Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur. Dann die Inflows durch Institutionen wie Hedgefonds, also die sich dann da rein investieren, etc., etc. Das sind die Argumente von JP Morgan. Alles interessant, aber unter der Voraussetzung, dass eben die Pandemie wirklich endet. Hier gestern eben der PIMCO-Chef, der gesagt hat, okay, das ist das große Risiko. Was ist, wenn das nicht so schnell vorbeigeht? Wir in Deutschland haben ja die große Freude, noch bis 7. März im Lockdown zu sein, aber vielleicht machen ab 1. März die Friseure wieder auf. Das ist besonders für mich eine ganz wichtige Tatsache. Und dementsprechend kann es eben sein, dass sich das immer weiter nach hinten verschiebt. Diese Normalität so schnell nicht zurückkommt, genau das ist das Risiko auch für die Rohstoffe, die natürlich dann, wenn all das vorbei sein sollte, weitgehend vorbei sein sollte, wenn die Wirtschaft sich erholt, wenn die Nachfrage anzieht, wenn Inflation kommt, dann wären Rohstoffe natürlich wirklich das nächste heiße Ding, neben natürlich Cannabis-Aktien. Und ich widme mich jetzt wieder Dichterbeschreibungen von eigenen Texten, wünsche das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.